Na, ihr Schweinchen. Leute, was ist mit der Insel los? Alter, die haben... Das ist heftig. Das wusste ich ja schon von Anfang an. Die Schweinchen sind einfach die wahren Feinde. So extrem stark, wie die sind. Ja, ich mute mich mal kurz. Wir müssen wahrscheinlich die Festung einnehmen. Die Frage ist nur, wo ist die Festung? Wo ist die Markierung? Da ist Ineas. Sieht gar nicht gut aus. Vor allem, da ist eine fette Wand und... Oh, der sieht aber nicht gut aus. Die sind wahrscheinlich dahinter. Aber sogar der Vogel konnte das doch gerade nicht sehen. Schweige sie. Will mich das Spiel verarschen. Jetzt aber. Ich finde es zwar schön, dass sie überall klettern kann, aber so ein ganz kleines bisschen schneller wäre schon cool. Ja gut, würde schneller sein, würde es wahrscheinlich wieder unrealistisch sein. Das Tempo ist eigentlich schon schön, auch wenn das echt nervig ist, wenn man mehrere größere Strecken klettern muss. Sind wir schon mal oben? Ne, gleich wieder runterspringen. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Aber wer sagt denn, dass ich nicht kämpfen will? Minus 10. Yay. Wow. Das hat schon mal gut geklappt. Du bist ein zäher Hund, mein Freund. Ich wusste, sie würde mich nicht aufgeben. Schnell, verschwinden wir! Ich speichere mal kurz. Ich hätte ihn... war ja klar. Ich hätte ihn erst befreien sollen, nachdem wir hier rausgekommen wären. Aber wir können bestimmt auch hier rüber abhauen. Beste Wachen ever. Na los, komm. Er läuft immer noch mir hinterher. Junge, also langsam, ne? Wo will der denn mit mir hin? Diskutieren wir anders. Aus dem Steinbruch hinaus. Wir sind aus dem fucking Steinbruch. Hat aber, glaube ich, noch nicht gemerkt. Naja, gut, wir sind. Wahrscheinlich, weil wir hier noch auf dem Berg sind. Einfach runterspringen reicht, glaube ich, nicht. Weil dann wird er mir nicht hinterherkommen. Hier? Hier. Und das versuche ich jetzt. Schafft er das? Nee, hier dran scheitert schon. Sieht alles nicht wirklich gut aus. Das ist echt kacke. Was halt so. Ah, hier ist eine Treppe. Nehmen wir doch einfach mal die. Hallöchen.
warte mal kurz. Ich muss hier mal... Ah, das war sogar ein Anführer. Also, Anführer. Einer von den größeren. So, dann hole ich mir noch schnell die Waffen. Weil der hätte echt Probleme gemacht, wenn wir den hier gelassen hätten. Ich finde es auch schön, dass er hier runterspringt. Ah, jetzt werde ich ein Problem haben. Ja, mal schauen. Vielleicht bleibt sie übersichtlich. Ja, so viel dazu. Scheiße. Myrine wird das nicht gefallen. Fuck. Genau das will ich nämlich nicht erreichen. Wir hätten einfach rausrennen sollen. Also er kann auf jeden Fall sterben. Damit habe ich aber auch eigentlich schon gerechnet. Das heißt, ich darf ihn erst befreien, wenn ich da alle umgeklatscht habe. Das wäre, glaube ich, die sicherste Variante. Ich hoffe, der Speicherstand ist jetzt aber so, dass er nicht tot ist. Weil da muss ich manuell laden und das will ich nicht. Obwohl, ich glaube, beim Laden habe ich auch noch Alternativen. Nicht nur das, was ich manuell speichere. Bitte lebt noch. Oh Gott sei Dank. Aber ich habe ihn schon befreit. Das ist schlecht. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Ja. Das ist schlecht. So, dann machen wir es einfach anders. Guck mal, da ist noch einer. Das ist natürlich schlecht, wenn du nichts getan hast. Dann befreie ich dich besser mal. Die Schilde hoch! Ich verdanke dir mein Leben. So, dann gucke ich nämlich mal. Was ist da? Wow. Wie er einfach nur hinterher guckt. Wie ist der da drauf? Ich versuche es einfach mal von der anderen Seite. Auch wenn das die eine Stelle eigentlich ganz gut war. Also bis auf die eine Sache halt. Aber vielleicht können wir von hier aus besser weg. Wisst ihr, wie es meine? Ich hoffe es, weil ich weiß es nicht. Ich hätte eigentlich das Feuer jetzt manipulieren sollen. Das wäre euch besser gewesen. Alter! Meine Fresse! Gerade keiner. So. Jetzt müssen alle weg sein. Jetzt können wir hier runter. Und da ist natürlich. Ah, fuck. Ah, noch sieht's gut aus. Noch sieht's gut aus. Vielleicht kommen wir hier weg. Ich hoffe, dass er diesen kleinen Sprung erschafft. Ja, wunderbar. Ja, war doch easy. First try, würde ich meinen. Hab Dank, Söldnerin.
Ich hoffe, Phönix wird dich reich entlohnen. Erinnere sie für mich daran. Etwas stimmt nicht mit Paros. Mehr als sonst. Es liegt etwas in der Luft. Nämlich den Kultisten, den wir aufgedeckt haben. Was hast du gesehen? Da waren Fremde, die nicht von Paros stammen. Einer war maskiert. So etwas habe ich noch nie gesehen. Mit Maske? Ich weiß nicht, wer er war. Zeit, von dieser Insel zu verschwinden. Ich kenne den Weg zurück. Du solltest Phönix Bericht erstatten. Das werde ich sofort tun. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass ich noch keine Aufnahme-Cut gemacht habe. Beziehungsweise die Aufnahme nicht beendet habe. So, macht glaube ich eher Sinn. Ich bin mir unsicher. So, und dann müssen wir noch einen Krieg führen. Ja, dadurch, dass wir gestorben sind, müssen wir wieder... Jetzt haben wir aber wieder das. Wäre es nicht sinnvoll, wenn ich hier den Steinbruch noch ein bisschen unsicher mache? Damit ich quasi schon gleich in dieses Kriegsgeschehens blabla eintunken kann? Denn der Angriff ist, glaube ich, hier drüben. Oder? Auf jeden Fall würde es sich lohnen, wenn ich schon mal hier bin, ne? Hier gleich ein bisschen Randale zu stiften. Hallöche, meine Freunde. So. Denn der Start ist nämlich schon kurz vorm Angreifen. Kurz davor angreifbar zu sein. Oh, ein schweres Wort. Blitz! Wieso müssen mich jetzt hier auch noch die Typen hier angreifen? Oh, das sah witzig aus. Oh, das ist ungünstig. Ich muss mal kurz meine Sachen wieder aufladen. Naja, durch die ganzen heimlichen Hits habe ich keine Angriffe mehr zur Verfügung gehabt. Ja, das könnte ja noch ein Problem werden. Wenn ich aber mit denen hier fertig bin, dann werde ich auf jeden Fall keine Probleme haben. Scharfschützen sind das größte Problem. Ja, nice. So, und wieder aufladen. Minus 30, minus 40, minus 50, minus 60. Woran? Achso, die sind gerade alle an dem... Schon interessant, wie das da gerade runtergegangen ist. So, noch ein schönes Kopfgeld. Auf den untersten Strich muss ich, glaube ich, kommen. Dann bekomme ich das. Schon nervig. Boah. Wo hat der denn drauf gehauen? Da lag ich nie. So, Jeremy. Weg mit dir. Was aber nicht, dass du zu mir kommst. So, hier irgendwo wird auch noch ein paar Schätze rumliegen. So. Der wird ein bisschen stärker. Ah, ne. Geht ja noch. Das geht ja noch. Was soll ich tun?
allein, nicht so, ja? Nicht so unfreundlich in den Kopfgeldjäger. Rennen standen wir heute. Ich will's aber auch wissen. Boxe ich sie erstmal um. Aua! Kommen die denn alle her? Ich stehe auf jeden Fall kurz vorm letzten Balken. Da ist noch ein... Viel fehlt auf jeden Fall nicht mehr. Paraschwert. Genau, das ist die Quest. Da ich einfach nur zum Angriff... Oh, Scheiße! Was war das denn für ein Angriff von mir? Na? Das hat schön Schaden gemacht. So, dann ein schönes Brennen drauf machen. Das hat richtig gut gedauert. So wie das. Ja, das war ungünstig. Ich hätte gleich den Angriff machen können. Hätte mir erst einer erspart. So. Jetzt porte ich mich am besten. Jo. Ja, nice. Also ich musste eigentlich nur die dazu bringen, also bis zu diesem Punkt bringen, dass wir sie angreifen können. Dann spare ich mir jetzt wahrscheinlich eine ganze Menge. Hat aber auch gut geklappt, dadurch, dass wir schon guten Balken schon weg hatten. Sonst hätten wir dann auch deutlich mehr machen müssen. Eine Katze. Ja, Gucci, Gucci, Gucci. Ja. Ja. Schnurri. Ja. Das magst du, ne? Mega süß. Und hat's auch noch so ein schönes, puschliges Fell. Oder, ach, da müssen wir hin. Wo ist die Quest denn? Oh, Sparta ist auch schon leicht geschwächt. Da. Wir sollten sie überfallen, wenn sie es nicht erwarten. Das wäre am besten. Ich weiß ja nicht. Oh, das war nicht die. Achso. Der hat einfach nur gesagt, wir sollten so ein bisschen einfach Lotto. Worum geht es? Schiffe aus Paros blockieren den Hafenzugang. Verflucht seien Silanos und dieser Kult. Hören die denn nie auf, sich einzumischen? Ha! Ist das eine so blau? Sag, ich bin auf dem Weg. Eine Blockade? Ich entrichte keinen Tribut an Athen und Paros nutzt die Situation für seine Zwecke aus. So viel dazu, dass wir zuerst zuschlagen. Vielleicht könnte ich den Hafen mit meinem Schiff freikämpfen. Du allein gegen eine ganze Blockade? Pillepalle. Du hast recht. Keine guten Aussichten für Paros. Sei vorsichtig und komm zurück zu mir, Kind. Ja, sie unterschätzt mich noch. Hä? Wieso noch? Sie unterschätzt mich.
ich werde euch einfach so wegklatschen, als wärt ihr Schmeißfliegen, die versehentlich in meine Suppe geflogen sind. Das ist ja widerlich. Oh, jetzt geht die Katze aber richtig ab. Wieso ist das eine so blau? Bedeutet das, dass das ein kleineres Schiff ist? Weil das in der Mitte, das sieht schon recht groß aus. Deswegen, sonst hätte ich es genau andersrum gedacht. Dass das dunkelblaue ein größeres ist. Ruder bereit machen! Das ist auf jeden Fall das Hauptschiff. Weil ich brauche unbedingt das Leben zurück. Alter, haben die mir Schaden angerichtet. Ihr kleinen Bastarder. Schön alle in Brand setzen. Der denkt sich auch so, ja, oh, geil, oh. Der hält sich wieder, der Wichser. Das geht immer gar nicht. Kaboom. So, und eure Truhen nehme ich auch noch. Weil eure Frauen bringen mir ja nicht so viel. Genug. Muss auf jeden Fall mehr Deckung gehen. Weil das blaue Schiff, das tut echt weh. Nein, ich will nicht. Jetzt wird das mit dem Kommando auch wieder leichter, weil ich nur noch mit einem reden kann. Solche Feiglinge. Das hat gesessen. Schlitz! Schön. So, das ändere ich auch noch, damit wir wieder full life sind. Safe. Sicher ist sicher. Oh, hoppla. Aber hier sind richtig wenig Wachen auf dem Ding. Vielleicht zeigt schon Wirkung, dass ich viele Zuhauen habe. Das ist ja wirklich Pillepalle, dass hier eine Mannschaft eiert. Schlitz! So, das hier war aber auch, glaube ich, das schwächste Schiff von allen. Zumindest hat das deutlich mehr Schaden bekommen als das andere. Aber vielleicht eliminiere ich auch schon die Mannschaft dadurch, dass ich mit dem Speeren draufgehauen habe. Ist ja auch sehr interessant. Vorsicht! Die wollen uns treffen! Sind die überhaupt da? Und hier nicht mit mir. Nicht mit mir. Hm,
Was wollen die von mir? Geh weg! Ich kann schneller im Kreis. So, jetzt aber. Bam! Weg mit euch! Hallo, wir stürmen! Nee, die will ich so umklatschen. Ich hätte jetzt auch mit dem Bam beenden können. Leute, wie wenig da einfach von draußen. Schon erbärmlich. Ah, verdammt, ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht in Brand setzen. Da ist er schade. Alter. Aber trotzdem halt nichts aus. Verpiss dich. Lol. Wirklich habe ich das Gefühl, dass das als kleinste und schwächste war. Merkwürdig. So, und jetzt? Hä? 2 von 3? Ah, jetzt. Erhöht das Tempo! Dann können wir ja mal zurückgehen, ne? Segel setzen! Oder Pillepalle. Ich hätte auch die doppelte Menge genommen. Aber dann wäre ich von Anfang an vorsichtiger reingegangen. Segel ein! Da bin ich ein bisschen zu schnell gewesen. So, Fräulein. Na, was findest du? Wo guckt sie hin? Sie guckt sich den Adler an. Und dann, du bist die Adlerfrau. Das wäre schon witzig, wenn das jetzt passieren würde. Ah, wisst ihr, was auch witzig ist? Diese Speicherbildschirme. Das ist einfach so viel Content. Ich frage mich, wenn ich alle... Der Hafen ist frei. Wir müssen weg hier, bevor die Verstärkung eintrifft. Wir sind fast soweit. Timo? Die Schiffe werden beladen. Sie erwarten eure Befehle. Cassandra, auf ein Wort. Stimmt etwas nicht? Abgesehen von den Angriffen auf meine Insel und dem Kult? Nein, aber wir müssen reden. Wie du wünschst. Der Kult muss gestoppt werden. In Lakonien wird es gefährlich für uns werden. Das bin ich gewohnt. Wir beide. Hier weiß ich, wem ich trauen kann und wem nicht. Das dachte ich auch von Sparta. Doch die Nachricht über den König... Weiß Aspasia schon, welcher König mit dem Kult im Bunde ist? Soweit wir wissen, beide. Wir müssen Sparta von dieser Korruption befreien. Ganz egal wie. Immerhin stellen wir uns ihnen gemeinsam. Ja. Für alles, was diese Bastarde uns angetan haben. Und deinem Bruder. Wir finden ihn. Triff mich, wenn du bereit bist. Können wir nun ablegen? Wohin? Wir zerstören die Flotte von Paros ein für alle Mal. Nur dann ist Naxos in Sicherheit und wir können es verlassen. Der wollte gerade sagen, das hat sich gerade so an, ich bin noch nicht bereit, auf Scheiße. Wo wollen die jetzt hin? Wollen die jetzt einen auf Sparta machen und dann so... Ich bin bereit. Dann überlasse ich es dir. Mit deinem Schild. Oder auf ihn. Jetzt erteilen wir dem Kult eine Lektion. Die hat schöne Handschuhe. Ich finde meine auch echt schön. Ich hatte es halt nochmal ein bisschen abgeändert. Schuhe hatte ich auch nochmal abgeändert, damit es nicht ganz so verrottet aussieht. Aber ein anderes Brustschutz hätte ich doch gerne.